Dann wollen wir mal schauen. Die öffne ich und die und die und die. Oh! Halt, Moment. Ist die Kamera schon an? Scheiße. Ja, gut. Ganz schnell jetzt hier, ne? Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge von Super Smash Mobs. Und heute mit froher Kunde möchte ich euch verkünden, dass wir heute mit den, naja, fast beschissensten Kids spielen, die es gibt, bis auf eins. Also wer damit umgehen kann, der ist wirklich dann ein Oberpro. Aber ich nehme mir erstmal das Kit, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Und zwar ist das die Spinne hier. Die Spinne hat, oh Mann, ist das laut hier. Die Spinne hat, machte 7 Schaden in der Mathe. Dabei bin ich euch schon leer. Und hey, warum kann ich nicht zoomen? Lol. So, mir ist gerade wieder die Aufnahme gecrashed, weil ich auf die Windows-Taste gekommen bin. Ich dödel. Aber wieso? Oh, ich werde schon angegriffen. Super. Ich wollte gerade eigentlich hier herausfinden, wie man hier zoomt. Aber, lol. Wie eklig das aussieht. Dieser Streifen, der da so nachzieht. Liegt das jetzt an meinem Bildschirm oder was? So, das könnte mal eine Challenge werden hier. So, die Spinne. Oh, da habe ich aus Versehen Kill geklaut. Wollte ich gar nicht. Die Spinne hat 2 Attacken, beziehungsweise eine Rettungsattacke. Also die macht schon Schaden, wenn man damit trifft, aber lol. Wie weit der einfach mal gerade weggeflogen ist hier und und dann mache ich hier so und dann wird er nochmal davon getroffen und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, dieses Schwert, je länger ich drücke, desto länger kommt da auch was raus. Und zwar Pfeile, die einen Gegner vergiften und selbst auch noch so ein bisschen Schaden machen. Und dann hat die Spinne natürlich auch eine ganz wunderbare Eigenschaft. Und zwar kann sie, wer hätte es gedacht, mit der Shift-Taste gedrückt halten, kann sie sogar, na jetzt funktioniert es nicht, doch, klettern. Also das ist auch nahezu eine Rettungsattacke, wenn man es so sehen will. Und dann haben wir hier nämlich nochmal den Spinweb, den habe ich ja gerade eben schon gezeigt. Aber ich finde, die Spinne ist nicht so besonders, bis auf eine Sache. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Sie hat eine unheimliche Range. Das ist aber auch nicht immer so, ne? Wie zum Beispiel jetzt. Entweder das sind totale Noobs oder... Oh Gott! Nein! Oh, ja. Und wie ihr schon gemerkt habt, muss man, genau wie beim Wolf in der letzten Folge, wieder in die Richtung springen, in die man guckt. Ne, in die Richtung gucken, wo man hinspringen will. LOL! Klettern, klettern, klettern! Nein! Oh, gut. Ja, manchmal muss man natürlich auch an der Wand dran sein. Sonst wird das nichts. Aber ich würde sagen, angreifi. Und dann. LOL! 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 Ey, der will mich jetzt so fertig machen. Und was mache ich? Ich mache hier voll so. Das ist doof an der Spinne. Ja, siehst du, jetzt habe ich hier wieder mit einem Herz überlebt und der ist tot. Die Spinne macht einen ungeheuren Schaden, wirklich. Das ist manchmal unverschämt, wie schnell die auch schlagen kann. Nein! Das war eine doofe Idee. Ich wollte eigentlich wegrennen. So. Stirb! Das Tolle daran ist, wenn man so nach unten guckt und dann springt, dann ist man gleich viel, viel schneller. Das ist so dann so eine richtig schöne Combo. So eine richtig fette Combo, mit der du dann den Gegner schlagen kannst. Und weil du so schnell bist, kannst du den nicht schlagen. Vom Nachteil ist aber, wenn du zu schnell bist und der dich deshalb nicht treffen kann. Und... Nein, klettern! Oh Gott, ich habe das erste Mal klettern benutzt hier. Und... Nein! Was? Damit habe ich nicht gerechnet! Oh. Scheiße! Gut. Das Leben geht weiter. Aber nicht für dich! Du stirbst heute. Jetzt und hier. Und du stirbst heute, gefälligst! Wie der Server einfach mal immer leckt hier. Stirb jetzt!
Ja, stirb, stirb, komm, stirb einfach, stirb. Und misch dich da nicht ein, du Kackhexe. Ja, 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 ja. Das sind immer diese Scheißaktionen, wo man denkt, oh, da ist ja noch Boden. Und dann ist da gar kein Boden. Das ist immer richtig fies. So, und jetzt muss ich mich aber auch wieder in Sicherheit begeben. Ich habe nämlich nur noch ein Leben und wir wollen diese Scheiße hier doch gewinnen, ne? So, die Hexe, die targetet gerade erstmal den anderen. Ich hoffe, der andere macht das auch. Wenn er dann mal treffen würde. Oh nein. Scheiße. Ich überlege, verstecke ich mich hier? Ich verstecke mich hier. Obwohl, nee, dann kann ich nicht so gut ausweichen. Hm, ist so eine Sache, ne? Boah, war das knapp. Ah, ich laufe voll rein. Oh, 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 oh. Also zuschauen ist ja echt spannend. Und ich bin, oh Mann, ich will immer zoomen und ich kann das jetzt gar nicht. Ich weiß nicht mal warum. Oh, scheiße, jetzt habe ich Screenshot gemacht. Wollte ich gar nicht. Nee. Nein. Oh Gott. Viel Schaden. Zu viel Schaden. Zu viel Schaden. Echt. Echt total viel Schaden. Ach so, da oben. Da oben bist du. Ah, das war. Du kommst gar nicht hoch. Aber ich will jetzt mal. Lol, wo ist der? Ach, wir sind schon alleine. Tja, das war wohl nichts, ne? Und stirbt. Ja, wir haben gewonnen. Nein, stimmt. Ach, der hat ja noch ein. Der hat ja noch ein Leben. Ich weiß es nicht. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Wenn wir mal ja jetzt ein bisschen Combo und so. Hier ist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, wie ich gerade hier raufkloppe und ich treffe einfach nicht. Vielleicht ist die Kombo doch keine gute Idee. Wenn ich habe immer das Gefühl, dass ich den Gegner viel öfter schlagen muss, als der mich. Kacke. Gut. Gut, ein kleiner Lichtblick. Ach, Glacier, oh, Glacier-Map, oh, mm. Gut, die Dingsbums hier haben wir abgehakt, die Spinne, finde ich persönlich, kann ein starkes Kit sein, vor allem was die Range angeht, die spackt manchmal übelst rum, aber na gut, ich will nicht weiter groß drum rum reden, mein Bildschirm macht langsam den Arsch hoch, und deshalb spiele ich jetzt einfach mal mit dem Skelett. Das Skelett hätte ich eigentlich gerade gar nicht auswählen brauchen, aber egal. Das Skelett hat 5 Rüstungspunkte. Nein, ich glaube sogar, ja, 6. Das wird mir da immer mehr angezeigt. 6 Rüstungspunkte macht 6 Schaden, also 1 weniger als die Spinne. Und hat eine Regeneration von nur 0,2 Hälften pro Sekunde. Nein! Oh! So eine Scheiße! Und deshalb, liebe Kinder, spielt man nicht im Chat rum. So. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Bildschirm langsam Arsch hoch macht. Das spinnt irgendwie so ein bisschen, wenn ich aufnehme. Ja, ja, oh, schade. Ich dachte schon, der stirbt. Null! So, ich würde jetzt lieber erstmal so auf Abstand gehen, ne? Also, das, was das Skelett am besten kann, ist natürlich... Nein, ich wollte auf Abstand gehen! Mann! Da trifft er mich einfach mit Naukier. Ich glaub's ja wohl nicht. Ja! Das ist auch das Miese am Skelett. Und vor allem die Bone Explosion. Die ist richtig kacke. Nee. Nee. Bin gespannt, was da auf mich zukommt. Ah. Verfehlt, aber nicht schlimm. Ja, die Bone Explosion ist so geil. Ich liebe die. Vor allem beim Eisengolem ist die so. Und die hat auch eine Range, ey. Habt ihr sicherlich auch in meinen Let's Plays gesehen. Ja, noch mal. Der gleiche.
Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Ja, er ist noch. Dreimal hintereinander denselben gekillt. Jetzt ist er raus, oder? Ja, der ist raus. Lol, was war das für ein Lag? Ich liebe die Bone Explosion einfach. Das ist das Beste, was je passiert ist. Was je hätte passieren können. Die beste Erfindung des Lebens. Komm rüber! Komm rüber! Nein, scheiße! Nein, oh, ich fall einfach runter! Gut, ich habe ein Leben, er hat drei. Er ist Eisengolem, ich bin Skelett. Kann ich nicht schaffen, um es kurz zu fassen. Nein! 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 Das war ja ein schnelles Ende. Ich bin gerade irgendwie so richtig in Panik verfallen. Da wusste ich gar nicht, wo ich lang sollte. Weil ich auch den Pfeil nicht getroffen habe. Von daher. War schade, ist aber so. Ja, was gibt's noch zu sagen? Dieses Video werde ich in 60 FPS speichern. Wird zwar 20 Minuten länger dauern, aber was ich euch noch sagen wollte hier, das Skelett hier, das, also wir spielen jetzt nicht noch eine Runde. Das hat übrigens hier auch eine sogenannte Barrage, ne? Und hier, das ist, da kann man mehrere Pfeile auf einem Bogen spannen. Kennen viele wahrscheinlich auch aus einem Modpack. Jetzt nicht von meinem Kanal, sondern also das, was ich vorgestellt habe, sondern von anderen Modpacks. Und das macht es schon sehr viel leichter zu treffen. Aber Noobs wie ich, die treffen da auch nicht, ne? Also, von daher würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du noch dran geblieben bist, dann freut mich das auch. Und komm, zum Schluss noch ein Ja-Gang. Oh Scheiße, ja, habe ich den jetzt gerettet. LOL. Was geht mit dem ab? Tschüss. Nee.